So, da sind wir auch schon wieder zurück. Da hatte sich Saints Row tatsächlich nochmal verabschiedet. Ich glaube, der mochte diesen Monster Truck einfach nicht. Nichtsdestotrotz haben wir noch was zu tun, nämlich das Inflato-Outfit. Hier ist es nicht bei Outfit, da heißt ja auch Outfit. Sollte es nicht ein Inflato-Outfit geben? Okay. Nee, wir wollen natürlich was anhaben. So, Entschuldigung. Müssen wir mal eben gucken. Outfits ansehen. Zero, Kardinal, Uncle Sam, Decker. Okay, aber wir brauchen ja dieses... das Inflator-Ding. Oder haben wir das gar nicht abgeholt? So, nochmal eben hier. Ja, ja. Ich habe ja jetzt auch so viel geändert, was man speichern müsste. Nochmal eben unter Aufträge gucken. Haben wir vergessen, mit jemandem zu sprechen? Oder war das ein Inflatostall-Upgrade und ich habe nicht richtig gelesen? Muss ich tatsächlich nochmal schauen. Egal. Wir gehen jetzt auf jeden Fall die gute Ascha befreien. Hoffen wir mal, dass wir das einigermaßen hinkriegen. So, muss man eben kurz mein Display hier einstellen. Alles klar. Gut. So, die Stoppuhr mal gestartet, sonst vergesse ich die wieder. I have, but it wasn't easy. Her mind is so incredibly guarded, it was difficult to trace her neural signature. Huh. One man's guarded is another man's pain in the ass. I'll set everything up. See me when you're ready. Gut, dann holen wir uns mal Ascha ins Team und ja, wahrscheinlich ihren Gegenspieler, wer auch immer das sein wird. Und die ein oder andere Datensammlung nehmen wir natürlich mit auf unserem Weg zum Glück. Jupp bei die und jupp bei da. Gleich ist auch die Ascha da, geht mal aus dem Weg. Ich habe keine Lust wieder, mich hier mit der Polizei anzulegen, nur wegen... Oh, Entschuldigung. Obwohl ihr zu blöd seid, mit euren Karren wegzufahren. Auch ist das schön, schön, schön. Wollte nochmal eben was anderes nachschauen. Denn wir hatten uns ja extra hier im Norden ein Portal ausgesucht. Weil uns da so ein bisschen noch fehlte. Jetzt sind wir natürlich gerade da unten. Ist natürlich auch cool. Na gut, kümmern wir uns ein andermal drum. Simulationsschrotten klingt auch gut. Ja, dann kümmern wir uns um die Gebietsübernahme da oben ein andermal. Boah, wäre das geil, wenn man so durch die Stadt wetzen könnte. Dann wäre es in 5 Minuten bei der Arbeit. Je nachdem, wie weit du weg wohnst von deiner Arbeit, könnten es auch 6 Minuten sein. I didn't know much about Ascha Odekar before she helped us save the entire damn country. But in the years since, I've come to know her as one of the best soldiers I've ever met. I'm gonna take down Zinyak. I want her in my crew. Ja, ja, wir wissen doch alle, warum er die im Team haben möchte. Gibt da zwei klare Argumente, die für sie sprechen. Ich meine natürlich ihre militärische Ausbildung und dass sie uns geholfen hat. And I think you're drastically underestimating how dangerous the mind of a super spy can be. Super spy? Jesus, man, I get you want to fuck her, but you don't have to build her a pedestal. That is beside the point. Yeah, yeah, yeah. Catch you later, man. This is beginning to be my personal hell too. Kinsey, what am I wearing? You should see what your face looks like. Why? What did you do to my face? Matt told me some very specific concerns that she has about you. The fuck are you talking about? Where is he? Last chance. Fuck you, slut. You're like Johnny Gat, better hair. I'm nothing like Johnny Gat. Fair. Gat was never self-righteous. Don't you dare confuse duty with self-righteousness. Yeah, because those two never fucking overlap. Says the President of the United States. You say the title like it's a dirty word. It is when the role is filled by a psychopath. Puckish role. Ah!
Nee, ist klar. Aces. You coming or what? What the fuck is going on here? Who are you looking for? Your evil twin. What? What? Was? Die gute Asha, die geht ganz schön ab, muss man sagen. Hat ordentlich was drauf. An evil twin? But I thought it was better than saying I've been sent to kill evil you. All right. So what tipped the scales? Best intelligence shows codename Mr. X is preparing a full assault against their own nation. I've been tasked with making sure they don't succeed. Ooh, sounds serious. Careful, there's a guard ahead. One guy? No problem. Let's do this without drawing attention, yeah? Oh, okay. Shoot those lights. Why would I waste two bullets on these lights when I could just use one on the guard? Stealth missions require a specific order of operation. Let's sneak past this guard. Careful, stay out of the light. Shit, we're not vampires in this world, are we? Okay. Another light ahead. Take it out. Hat was von Splinter Cell. Okay. Wir sneaken uns mal hier durch. Okay, now things are a little different. Let's first shoot out the light. Asha, that light has a family. And then take out the guard. Diese Leopard-Familie, genau. Quickly! Right, let's go. WTF? Finde dein böses Ich. Möchte ich das überhaupt finden? No, I don't know how they know. I said I don't know. I was told to walk in this pattern over and over. Okay. Boss! Was? Boss! Oh. Den hätte ich noch gar nicht töten dürfen? Na gut, das muss einem ja auch gesagt werden. Careful, there's a guard ahead. Ja, ja, davon ist eine Wache, bla bla bla, nur einer. Let's do this without drawing attention, yeah? Mach die Tür auf. Why would I waste two bullets on the lights when I could just use one? Let's sneak past this guard. Careful, stay out of the light. Shit. Did it get darker? We're not vampires in this world, are we? So, jetzt machen wir es ein bisschen schneller. Aber es hat schon so ein bisschen was von Splinter Cell. Let's first shoot out. Quickly. Right, let's go. Reines Exekutionskommando hier, aber die Wache da vorne darf ich nicht erschießen oder was? No, I don't know how late I'll be. I said I don't know. I was told to walk in this pattern over and over until something interesting happens. I got it. Well, I don't see you getting a job. More of that order of operation, huh? Ach so. Aha. Na gut. Dann reißen wir halt hier 2x2 Meter Lüftungsgitter aus der Wand. We have to work our way into the heart of the compound. Yes, I know. And these guards are terrible. Doesn't Evil Me have any standards? Mm-hmm. I'll refrain from commentary. Hey, to say to my crew, I take a bullet for anyone. Loyalty is certainly one of your strongest characteristics. Once it's in view, shoot out the light. Any light section with extreme prejudice. Well done. That hätte ich aber auch so erledigen können. Wiretap the employee lounge. Das hätte man jetzt auch. Ne? Mein Weg war schneller. Oh, yeah, daddy. How about no, too tough for me. I can't see. Turn him back. Ach, scheiße. Boss? Boss? Mann, ehrlich. Den hätten wir jetzt auch noch abknallen können, oder? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Careful, there's a guard ahead. Ja. One guy? No problem. Das kann hier noch eine Weile dauern. Let's do this without drawing attention, yeah? Shoot those lights. Ah, das ist nicht nur Aschas Albtraum. Did it get darker? Ja, hatte Knox schon nicht unrecht. Das wird auch mein ganz persönlicher Albtraum. So, Licht ausschießen, Wache töten, Lüftungsschacht öffnen, bla bla bla. Okay, now things are a little different. Quickly!
Right, let's go. Dum, 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 dum. Kann ich jetzt nicht direkt den Lüftungsschacht öffnen? Nein, wir müssen natürlich erst hier vorne hin und sie auch einmal anschauen. I said I don't know. In order to get past this guy. Over and over until something interesting. Ja, ja, bla, bla, bla. Man könnte den jetzt auch schon ausschalten. Dämliche Scheiße, dann würde ich bis da vorne hingehen, die Lampe abknallen und dann den Typen. Of course, dear. Okay, einmal durch das Lüftungsgitter. Und da vorne müssen wir dann anscheinend erst die beiden Lampen. And these guys are terrible. Doesn't Evil Me have any standards? Ja, Asha scheint echt begeistert zu sein von uns, beziehungsweise von unserem Gegenstück, unserem bösen Zwilling, wie auch immer sie den nennt. Once it's in view, shoot out the light. Well done. So. And now what? Wiretap the employee lounge? Yeah, baby. This snake is 100% solid. Oh, yeah, daddy. I can't see. Too tough for me. I'm turning back. Come on! It's my crazy ex! Now the guards. Watch and learn, super spy. Hallo, Nutte. Well, looks like that's it. I was just getting with your whole program, too. Really? No. Darf ich dir jetzt... So why do you have to kill evil me again? You'll find out soon enough. Come on, just a hint. Think of your worst asset. Lassen wir sie leben. Multiplied by 1,000. So, Pierce times 1,000? Nimm deine schlimmste Eigenschaft und nimm sie mal 1,000. Und er sagt, oh, Pierce kommt mal 1,000. Ja, ich glaube eher unser Ego oder unser... Whatever. Unsere Sucht nach Frauen. Gosh, is that a person? The facility is just ahead. And by facility, you mean... You'll see. Look, I know secrecy is MI6's thing, but I've kind of had enough with all the fucking bullshit... Hold up. Guards. Ja, ich darf hier ja eh nicht machen, was ich möchte, also gehen wir einfach mal... Hatte ich jetzt hier eigentlich mal einen Checkpoint, oder muss ich dann jetzt jedes Mal wieder ganz von vorne anfangen? Careful. Oh. If the guards see this box in the main walkway, it'll blow our cover. Ach, wie geil. Let's get behind this guy. Man, fuck this. I'm totally killing this guy. You what? Shh, don't give away our position. I'm 2 weeks from retirement. I suppose that's an option. Okay. Wie geil. Wait for him to pass. Looking forward to that sandwich. Come on, lunchtime. Asha? Okay, ich vermute mal, dass der da ziemlich mittig langläuft. Ja, okay. Famous movie quote! Berühmtes Filmzitat. Ah! Ach, ist das geil. Okay, mehr von diesen Missionen, bitte. Be patient, let him get by you. Stay alert, stay alert, stay alert! The enemy could be anywhere! Ja, er könnte überall sein. Da kommt gerade die zweite Wache. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was passiert, wenn wir den Typen abmurksen, während der Typ da vorne in unserem... Okay.